Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalurayd und ich begrüße euch zur 5. Episode dieses Deep Rock Galactic Games Let's Plays. Nicht Games, Let's Plays. Ja, ich bin unterwegs mit dem Dave. Hallo Dave. So, auch mal wieder Hallo. Tatsache. Und wir haben uns schon ganz schön durchgebettelt. Wir sollen 200 Morkheit finden, das seht ihr oben rechts an der Ecke, und 18 Bulu-Pilzkappen als Objective Missionsziel, als zweites Missionsziel. Ja. Hälfte, Hälfte, sozusagen. Guck mal, da pinkt es. Ist dein Markerpunkt gewesen, ne? Ich hab Markerpunkte? Naja, die. Nee, ich hab so einen Mineralstoffstein platt gemacht. Ja, bloß die bringen ja gar nichts. Eigentlich, ne? Oh, ne, ich dachte schon Viech, aber das ist ja unser Mule. Ah, da oben ist ein Beutekäfer. Okay. Und da ist Morkite. Und das ist anscheinend jetzt hier ein bisschen runter. Ach du grüne Neune, was ist denn hier los? So, dann beugen wir uns erstmal hier eine Rutsche. Nach da drüben. Ich glaube, da geht's nicht nur runter. Da oben ist ein Eiter, Beutekäfer. Ja, oben ist noch mehr Nitra. Schwer auszuleuchten nach da oben. Ja, gucken wir das mal von hier an. Oh, nicht wegspringen. Ey. Na, bauen wir hier ein anständiges Treppenhaus irgendwie hin. Zwei Beutekäfer. Geht das? Ja. Aber man kann an dieses Seil auch ranspringen. Ja. So, ich würde gerne die Beutekäfer ernten. Na, überall das Zeug hier. Was haben wir hier? Hier waren wir. There is red sugar over here. Habe ich im Moment keinen Bedarf. Mir geht's gut. Ich wollte auch nur wissen, was es ist. Ja. Was war das? Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Er ist hier. Noch einer. Viecherei hier. Das war so. Irgendwas Grünes hinter dir. Ja. Kannst du mir das Morkite nochmal markieren? Ja. War doch hier irgendwo in der Wand drin? Ja, da fängt's an. Ich geh mal hier in Richtung Nitra. Okay. Na, blöd, dass die ganzen Lampen runterfallen. Man steht ja ständig im Dustern. Warum geht denn der hier nicht weg? Ich glaub hier an allem rum. Komisch. Na, rotes, feinstes Rotes. Oh. Ist auch noch schön, wenn wir eine Anzeige, wie weit das persönliche Inventar gefüllt ist. Na, hast du doch unten mittig. Steht doch, was du in der Tasche hast. Oh, ich glaube, ich bin auch gleich voll hier. Ja. Ach, du bist ein Leben Nitra. Gucken wir mal den Mule her. Oh, stehen bleiben. Sitz! Ah, wir könnten schon wieder eine Sobeldrohne holen. Ah, wir haben die Kappen zusammen, sehr gut. You're a good mule, Molly! Molly! Herrlich. Ah, sind wir reich. I'm totally loaded! Voll. Muss aufpassen, der Rest kullert ja runter.
Eben bin ich hier noch irgendwie rein und rausgekommen jetzt. Irgendwie nicht mehr. So, jetzt können wir uns zwei Supply-Drohnen können wir uns noch holen, wenn wir wollten. Ja, dann machen wir Rest Nitro, Nitra. Und da unten sind ein Haufen Exploder-Pflanzen. Willst du versuchen, dich spiralartig hier hochzubohren, um zu gucken, was oben noch alles ist? Meinst du, dass es oben noch weitergeht? Wie würdest du das beurteilen? Ich glaube, dazu reicht meine Anzugenergie nicht aus, weil, wie gesagt, der Bohrer wählt sich nicht mehr auf. Okay, wo kriegst du denn die Energie her? Fangen wir mal so an. Auch aus dem Supply-Pack. Ach, okay, ich dachte, dass die Bohrer so gesehen unendlich irgendwie sind. Okay, dann habe ich. Ja, waren sie gestern auch noch. Ja. Wenn ich sie gestern nicht ausgewählt hatte, hatten sie sich wieder aufgeladen, aber jetzt heute machen sie das nicht mehr. Ja. Merkwürdig, so hier oben waren wir. Naja, ich meine, wir müssen nicht gierig sein. Wir müssen nicht nach oben, uns fehlen, naja. Morgen. Was ist denn, wenn wir hier den Weg hochgehen? Na, der endet doch da irgendwie, oder? Hier ist Schicht im Schacht. Oh, geht das noch hoch? Alter. Das ist ja auch, ja, aber auch ich kann ja mal versuchen, hier zu bohren. Wo ist gerade hier? Moment, wo bist du gerade? Ach, hier bist du. Hinter dir. Ja. Ich scanne mal. Also geht dann. Auf dem Scanner kommt da nicht viel. Das heißt, nee. Man könnte höchstens nach oben. Ja. Ist so die Frage, ob sich das lohnt. Wie sieht's dann aus? Komme ich da mit mir alleine hoch? Wahrscheinlich zu weit. Also. Gucken wir mal. Ah, hier ist keine Plattform, das ist das Problem. Ja, wollte gerade fragen, wo willst du dich jetzt runter? Ah, jetzt sehe ich aber hier oben die Decke. Also da ist nichts eigentlich. Nee. Nichts, sagt der. Nitra? Boah, perfekt. Und das an der Position. Komm, lass uns eine bessere, besser verteidigbare Ecke suchen. Da bin ich dabei. Meinetwegen hier. Swarm, it's a big one, team. Oh, big one? Wenn er schon extra sagt. Oh, 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 oh. Sorry. Notsprengung, sorry. Reload. Da geht's weiter. Großer. Down. Hier ist schon alles so zerklüftet, Mensch. Pass auf, du blinde Sau. Sehr ja nice. Ja, Friendly Fire, sorry. Eifer des Gefechts. Ich mal Schaden macht und machen kriegt da hin. Noch ein großer. Put. Ewige Jagdzone. Ah, dauert die Mission doch länger, als wir so gedacht haben, ne? Kann man sagen? Oh. Oh. Ah, der Bumme macht. Schild komplett down. Sorry. Nö, das war der Exploder hier gerade, den ich gesagt habe. Ach so, ich dachte schon, das war meine Sprengladung. Ja, vielleicht auch die. Aber im Zweifelsfall bist du schuld, das weißt du, ne?
bin ich ja schon gewohnt. Ja. Ich glaube, die Welle ist durch. Jupp, sieht gut aus. Noch 700 und Schuss. Das ist die Hälfte von dem, was ich sozusagen haben kann. Gut, du hast da oben noch Nitra entdeckt, aber ich glaube, Nitra ist jetzt erstmal sekundär, weil wir könnten uns praktisch zwei Drohnen bestellen. Ich würde sagen, dass wir den Abstieg nach unten irgendwie einleiten. Tell's davon. Da geht ziemlich tief. Wir müssen eine Plattform finden. Wie Seil habe ich dann noch? Noch zwei insgesamt. Hier könnte man sich auf jeden Fall schon mal abstellen. Ich versuche mal Platz zu machen für den zweiten dicken Zwerg. Dadurch, dass du jetzt mitgekommen bist, versperrst du mir ein bisschen die Sicht nach unten, um das letzte Seil, was ich noch habe, zu platzieren. Noch mach mal Licht nach überall, damit ich gucken kann. Da, da ist was. Damn. Here we go. Was ist denn das? Ach, wieder nach oben. Dann springen wir einfach. Genau, machen wir erstmal eine Chain Reaction da unten. So, hier ist dann erstmal Schicht im Schacht. Irgendwie ist das alles sehr fragil hier. Oh ja. Was soll ich sehen? Bulu Pilzkappe. Na, die haben wir eigentlich, also Pilzkappen. Aber es ist ein schöner Podest, also ich sehe, was du meinst. Du kannst aber hier runterkommen. Ja, ne? Du kannst hier runterkommen und von hier aus könnten wir uns noch einen Weg weiter runterbahnen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hinkommen sollte. Oder hast du, bohrst du dir da gerade einen Weg hin? Ich bin gerade am überlegen. Okay. Ach du Scheiße, jetzt hängt es auch noch von mir. Da bin ich jetzt irgendwie abgerutscht. Eieieiei. Ach, schön eben hier. Ja. Und das ist es jetzt. Wisst ihr, ich sterbe jetzt auch noch, weil ich falsch irgendwo hinsteige und dann ist die ganze Sache vorbei. Warum geht denn das hier nicht weg? Wie oft muss ich denn hier drauf einhacken? Sieht so aus, als wäre da nördlich noch ein Eingang gewesen. Nein, nicht fallen. So, du musst jetzt Geduld haben. Ich versuche mich hier. Da ist ein oder? Okay. Hat seinen Job verrichtet, erfolgreich. Pass mal auf, wenn du von deiner Position aus in die andere Richtung gehst, da ist eine große Öffnung. Und da ist auch. Okay, komme ich jetzt hier wieder zurück. In die andere Richtung. Ich kann halt leider nichts markieren. Ja, da wo du Gott hinstrahlst. Manchmal gibt es solche Steinsformationen, die man nicht abbauen kann. So hatte ich hier gerade eben. Das ist ziemlich nervig. So, sollte ich ein bisschen runtergraben? Sollte ich Höhe halten? Wie würdest du das beurteilen von unten? Höhe halten. Okay. Höhe halten und links die Wand entlang von hier aus. Mhm. Ach Gott, so ein Norden war wahrscheinlich eine Falschansage, weil, ja, mein Kompass ist jetzt nicht mehr mit mir. Okay. Da müsste Westen sein, genau. Also ich gucke jetzt in Richtung Süden. Und das, was du meinst, kommt mir schon weit entfernt vor. So weit ist das gar nicht, du bist schon fast da. Okay. Also zumindest von hier unten sieht es so aus. Ja. Und gleich vor dir kommt ein Vorsprung. So,
Sollte ich den jetzt schon sehen irgendwie? Ja, du leuchtest gerade rein. Eine kleine Drohne wäre toll, zum selber gucken. Aber ich sehe hier keinen weiteren Vorsprung irgendwie. Ne, so im Prinzip vor dir, leicht unter dir. Wenn du nach unten guckst, müsstest du im Prinzip in das Loch reingucken, das ich meine. Du beleuchtest es auch immer wieder. Ich kann halt nicht beurteilen, was du siehst. Ne? Ja, klar. Ich sehe es hier nur von unten. Eventuell habe ich da auch ein wenig in falschen Begriffen. Kannst du dann beurteilen, wenn du das in der Episode siehst? Aber einen Timer hast du da nicht laufen, so von wegen noch. Nein, 14 Sekunden. Ich gar nicht. Das ist gut. Oh, hier geht mir der Berg aus. Ach nee, das meintest du. Okay. Ja, genau. Müsste ich mich eigentlich schon fast fallen lassen können hier. Das kann ich von hier aus halt nicht beurteilen, wie tief das da geht. Ja. Oh, das sind auch so eine Exploder-Dinger hier. So. Und die Höhe, die du da jetzt hast, ist auf jeden Fall angenehmer als meine. Ja, aber das reicht noch nicht, würde ich sagen, zum Springen. Da würde ich gerne auf die sichere gehen. Ich hab's halt. Naja. Was machst du, wenn Teil zum nächsten Schwarm kommt? Bist du dann immer noch auf der sicheren oder? Naja. Also wenn eine Ansage kommt, würde ich springen. Warum geht denn nicht vorwärts? Jetzt geht. Ja, hab ich auch immer wieder beim Abhauen ab und zu, hast du da nur so einen kleinen Tacken vor dir. Ja, da kommt er. Yippie. Was war das? Okay. Rückhalten bitte. Ja. Ist irgend so ein Instrument in der Hand, weil ich noch nicht kannte. So, und so eine Explosionsblume reicht eh nur ein Bullet. Die blasen sich drauf und feiern. Ich habe von oben schon welche beschossen mit einem ganzen Magazin. Hab ich gesehen, ist trotzdem nicht explodiert. Also scheint wohl auch mit der Reichweite der Waffe zu sein. Ach ja, wie schön. Super. Wollen wir schon mal eine Drohne irgendwo hinstellen? Ab? Ja, definitiv. Na, HP habe ich nicht von dem her. Oh, die können jetzt ja auch von allen Seiten kommen. Das ist ja super scheiße. Wo denn? Oh, Alter. Das ist schon ganz schön eindrucksvoll. Oh, hinter mir. Richtung Westen. Oh, nachladen super günstig gerade. Beweg dich doch mal nicht wie so ein Tier. Sonst muss ich auf dich schießen. Wagt das? Stimmt nicht. Ich weiß ja, dass Zwerge in ihrer Gier gerne mal was übersehen haben. Nee. Oh, da geht's weiter. Süden. Dicker Mann hier bei mir. Zwei. Hat sich erledigt? Zwei? Oh. Noch einer. Bist du hier am Naden? Ja. Yep. Ich dachte mir, solange du noch ein bisschen Abstand zu denen hast. Ich bin nur 50% runter. Aber hier die Drohne lädt uns auch auf, also lebensenergiemäßig. Ja.
Habe ich schon einmal. Und ich habe noch 50 Schutz. Ich werde einmal. Du kriegst nämlich auch irgendwie deutlich mehr als nur die Hälfte. Ja. Was das? Was das? Was das? Das ist ein Spucker irgendwo. Autsch. Down. Die Sau. Yep. Ich hab das mal ausprobiert, was du meinst. Das ist keine gute Idee. Und bei dir anbohren ist, ja. Man, überall Löcher hier am Boden, man kann hier kaum noch treten. Du machst das schon. Wie, du machst das schon? Bist du schon wieder down? Ja. Ach so. Hast du doch selber gesagt? Ich hatte die Sache. Nee. Jo. Du sagtest, Berg am Boden. Da kommt ein Netzspucker. Wo? Der Netzspucker ist ja down, hast du den oder? Jupp. Yep. Netzspucker habe ich, aber irgendwo ist noch ein Säurespucker. Sehe ich aber gerade nirgends. Könnte der da sein? Ja, Fahnenspucker da oben. Ich glaube, das reicht ihm. Patch. Gut. Also wie gesagt, Geysir anbohren gibt dann so ein Loch hier. Oh, allerliebst. Und macht dich instant. Ja. Okay. Keine Granaten werfen. Mir war danach. So, irgendwo, wo könnte es weitergehen? Drücken wir nochmal Map. Vielleicht finden wir. Oh, hier, in meine Richtung, in Richtung Süden. Also, ist hier irgendwas angedeutet? Nee, eigentlich nicht. Aber wenn ich Map drücke, sehe ich, dass es dort weitergeht. Ja, aber das Problem ist nicht, dass du nie siehst, auf welcher Höhe es weitergeht. Oh. Ja, das ist natürlich klar. Oh, Goldader. Na, pass auf, du buddelst in Richtung Süden weiter und ich kündige das Ende dieser Episode an. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Könnt mich gerne abonnieren, Daumen hoch wäre super, klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, kommt in meinem Forum vorbei oder benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.